Auf der Nürnberger Burg lebte vor vielen, vielen Jahren eine Prinzessin. Die hatte ihr ein Jahr aus kalte Füße, von kalten Fingern ganz zu schweigen. Dazu kamen im Winter noch kalte Knie, ein kalter Hintern und eine Nase, die rot anlief, wenn das Thermometer unter den Gefrierpunkt sank. <laughs> Natürlich hing das auch mit der schlecht geheizten Burg zusammen, aber dass hier auch im Sommer froh war, war schon etwas Besonderes ganz gleich wie dick man sie einpackte wie viele unterhosen wickelröcke kleider und pelzmäntel sie anzog ihr war immer kalt der könig und die königin von nürnberg waren darüber sehr bekümmert einmal weil die prinzessin ihre einzige tochter war aber auch weil sie sich sorgten dass sie keinen mann abbekommen würde wer holt sie schon einen eisklumpen ins bett eines Tages, mitten im Juli, die Sonne schien heiß vom Himmel, rief der König seine Tochter zu sich. Er hatte auf dem Thron Platz genommen, was er sonst nicht tat, die Königin stand schräg hinter ihm, um notfalls zu soufflieren, was er sagen wollte, sowie notwendige Korrekturen anzubringen. Beide schwitzten stark. Die Prinzessin erschien in einem Überwurf aus Nerz, den sie über einen dicken Wollmantel gezogen hatte, was alles noch darunter war, konnte man nur vermuten. Auf jeden Fall sah sie so unförmig aus wie eine Tonne. Man konnte ihr Zähneklappern deutlich hören. Wir machen uns Sorgen, mein Kind, fing der König an. Ja, Sorgen, verstärkte die Königin. Ich werde langsam alt. Er wird alt, unterbrach ihn die Königin. Der König warf ihr einen strafenden Blick zu und möchte die Amtsgeschäfte in diesem Herbst niederlegen fuhr er fort. Da gibt es eine schnuckelige Residenz für ältere Könige in der Nürnberger Südstadt. Weißt du aber, vorher würde ich gerne noch meine Nachfolge regeln. Die Prinzessin unterbrach kurz ihr Zähne klappern. Dann regelt sie doch deine Nachfolge, sagte sie. Das würde ich ja gerne tun, Töchterchen, wenn du nicht, wenn du nicht... Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er weiß nicht, wie er es sagen soll, sagte die Königin. Also setzte der König neu an. Du bist meine einzige Tochter. Unsere einzige Tochter, korrigierte die Königin. Unsere einzige Tochter, fuhr der König fort, aber du brauchst einen Gemahl, um das Königreich zu erben. Wieso? fragte die Prinzessin. Sie fragt wieso. Die Königin machte ganz runde Augen vor Verblüffung. Der König bekam eine steile Falte zwischen den Augenbrauen. Das war schon immer so, und ich denke nicht daran, es zu ändern. Basta. Die Prinzessin setzte sich in Positur, was sie immer tat, wenn sie sich mit ihrem Vater stritt, und sie stritt sich gerne mit ihm. Das war eine der wenigen Abwechslungen in ihrem eintönigen Prinzessinnen-Dasein. Es konnte sogar vorkommen, dass ihr der rechte Fuß um gefühlte zwei Grad wärmer vorkam, wenn sie sich in Fahrt gerätet hatte. Der König dagegen stritt sich höchst ungern mit seiner Tochter, weil er schon von vornherein wusste, dass nichts dabei herauskommen würde, außer einem um zwei Grad wärmeren rechten Fuß, der aber im Vergleich zu einem normal temperierten Fuß immer noch eiskalt war. Mein lieber Vater, begann die Prinzessin das Duell. Weiter kam sie nicht, denn unten im Burghof brach ein gewaltiger Lärm los. Die Königin stürzte ans Fenster. Was ist los da unten? fragte der König. Ein Mann, sagte die Königin. Das interessierte auch die Prinzessin. Sie stach sie in ihrem unförmigen Gewand zum Fenster, aber der Mann war schon in der Burg verschwunden. Ratlos blickten sich der König und die Königin an. Da wurde die Tür zum Thronsaal aufgerissen und eine Gestalt stürzte herein. Ein Mann, sagte die Königin noch einmal. Schwer atmend stand ein junger Bursche vor dem Thron. Wer gibt dir das Recht, hier einzudringen, Fremder? sagte der König erbost. Verzeiht, Hoheit, sagte der Mann. Was willst du? fragte die Prinzessin. Der König schaute sie missbilligend an, denn er hatte gerade das Gleiche fragen wollen. Wer bist du überhaupt? fragte er stattdessen. Entschuldigt, dass ich hier so reinplatze. Ich bin Gero von Fürth, von Beruf Klempner, wenn es beliebt. Ich habe eine sensationelle Erfindung gemacht, die den König von Nürnberg von großem Nutzen sein wird, sagte der Mann. Lass hören. Ich nenne es die kalte Dusche. Jeder weiß, dass ein Bad in kaltem Wasser an einem Tag wie diesem eine Wohltat ist. Ich habe ein Rohr erfunden, das vom Bach direkt ins Haus führt. Man kann jetzt aus einer Vorrichtung, ich nenne es Brause, jederzeit kühles Nass über den Körper laufen lassen. Igitt sagte die Prinzessin und schauderte. Der Fremde jedoch war von seiner Idee so begeistert, dass er auf sie zutrat und sie bei der Hand nahm. Augenblicklich verwandelte sich sein Gesichtsausdruck. Ah, oh, machte er. Ah, oh, machte auch die Prinzessin. Du hast wunderbar kühle Hände, sagte der junge Mann. Und du wunderbar warme, sagte die Prinzessin. Ihre Stimme klang anders als sonst irgendwie aufgetaut. Man ahnt das Ende. Die Prinzessin verliebte sich unsterblich in den Mann mit den warmen Händen. Der Mann fand die kalten Füße der Prinzessin ungeheuer attraktiv. So wurde in wenigen Wochen die Hochzeit gefeiert, dass der junge Mann kein Prinz war, spielte keine Rolle. Hauptsache Mann, meinte die Königin. Der alte König durfte endlich in das schnuckelige Altersheim für Könige ziehen. Die Königin begleitete ihn widerstrebend. Der neue König aber zog eine gigantische Produktion mit kalten Duschen auf, die das Königreich Nürnberg auf Jahrzehnte hinaus wirtschaftlich sanierte. Die neue Königin hielt sich da raus, aber jede Nacht kühlte sie den König und der König wärmte die Königin. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann temperieren sie sich noch heute.